Hallöchen, liebe Schrauberfreunde, Sebastian hier von DEFMA Models. Willkommen zu einer neuen Videofolge hier für den Bugatti Veyron mit den Ausgaben 17 und 18, beide diese Woche eingetroffen. Und ja, was soll ich sagen? Zwei Teile voll mit 1, 2, 3, 4, jeweils 4 Plastikteilen und ein paar Schrauben. Ja, wir werden irgendwelche Rohre bauen. Was genau, schaue ich gleich nochmal eine Übersetzung nach, wie die Teile heißen, sage ich euch gleich. Wenn ihr Interesse an ja, diesen ganzen Videos hier habt, beziehungsweise an dem, was ich sonst so treibe, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. So, also, und zwar geht es um das Turbokompressor hinten links, beziehungsweise nachher gleich an Ausgabe 18 um den rechten Teil. So, Teile habe ich schon mal alle vorbereitet. Wir werden als erstes an dieses lange Bauteil, und zwar genau hier an diese Position, das runde Teil aufstecken hier, ne, das hier. So, das setzen wir hier so ein und befestigen das hier hinten mit einer PS05. So, hier müssen wir ein bisschen gucken, dass die, da sind nämlich zwei Steckstifte, dass die genau in dem kleinen Teil drin sind, bevor wir das hier festziehen, ne, damit das da ordentlich festsitzt. So, das war der erste Arbeitsschritt. Danach kommt jetzt dieses Dreiecksteil. Das hat jetzt hier, sieht man vielleicht hier so einen kleinen Stift oben dran, und der passt in dieses Teil hier nach oben hin rein. Heißt also, wir setzen das Teil jetzt hier so hinein, ja, und machen das von hinten wieder mit einer PS05 Schraube fest. So, wenn wir das haben, dann kommt jetzt diese ganze Konstruktion mit diesem großen Steckverbinder in dieses Loch hier hinein. Da. So. Und wird jetzt hier auch wieder mit einer, oder kommt eine Schraube rein? Ah, als nächstes kommt jetzt erst noch dieses Rohrstück hier. Jetzt hier vorne rein, so, einmal durchschieben, und dann kommt jetzt hier eine PS05 ans andere Ende hinten reingedreht. So, das ist jetzt die Konstruktion der linken Seite. Die rechte mache ich jetzt eben schnell hinter der Kamera, ne, weil ist ja wirklich exakt dasselbe. Nur spiegelverkehrt, deswegen kann man den Punkt im Video kurz überspringen. So, lieben, halt, Schnitt. So, ihr Lieben, das war's dann aber auch schon wieder für die heutige Videofolge. Kurz und knackig diese zwei Baukomponenten hier für den Turbolader zusammengeschraubt. Ja. War jetzt nichts Spannendes dabei, aber hoffen wir mal auf den baldigen Einsatz dieser Teile. Auf altaya.fr habe ich gesehen, dass die Webseite mit den einzelnen Heft-Vorschau-Modi schon mal wieder aktualisiert wurde bis Ausgabe 19. Deswegen kann ich euch jetzt schon verraten, dass in Ausgabe 19 die linke Tür kommt, also quasi die Außenkarosse, das Metallteil. Das heißt, yay! Nach keine Ahnung wie viele Ausgaben, 15, 16, haben wir endlich mal wieder Metall in den Händen. Ich hoffe natürlich, dass ihr da wieder reinschaltet, wenn es da auch irgendwann mal wieder weitergeht. Hier mit dem Bugatti ist ja immer unseriös, wann da die nächsten Hefte kommen. Mal eine Woche, mal nur 3 Tage, mal 2 Wochen. Ist halt so.
Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen und sage daher Tschüss und bis zum nächsten Mal.